Nur wenige TV-Shows haben ein so gutes Gespür für Zukunftstrends wie die Simpsons. Sei es Donald Trumps Präsidentschaft oder die Apple Watch, beides sagten die Simpsons voraus. Wir zeigen euch deshalb heute 8 der kuriosesten Vorhersagen, die tatsächlich eingetreten sind. Los geht's! Fangen wir an mit der Nummer 8 und Blinky dem dreäugigen Fisch. In einer Episode aus dem Jahr 1990 fängt Bart einen dreäugigen Fisch, den er kurzerhand Blinky tauft. Wieso der Fisch drei Augen hat? Klar, die Schuld trägt Mr. Burns, der den See für sein nuklear verstrahltes Abwasser nutzt. Der Clou? Rund 10 Jahre später wird in der realen Welt tatsächlich ein dreäugiger Fisch in Argentinien gefangen. Auch er stammt aus einem Reservoir, in dem das Abwasser eines Atommeilers läuft. Und weiter geht's mit der Nummer 7 und Siegfried und Roy und der Tigerangriff. In der 5. Staffel der Simpsons eröffnet Mr. Burns ein Casino, in dem die beiden Magier Gunther und Ernst auftreten. Die beiden sind eine Karikatur der Zauberkünstler Siegfried und Roy. Leider bewahrheitet sich 10 Jahre später ein grausames Ereignis der Episode Vom Teufel besessen. Roy Horn wird von einem weißen Königstiger angegriffen und trägt bleibende Schäden davon. Und die Nummer 5 mit FaceTime. Auch diese Prophezeiung der Simpsons soll sich später bewahrheiten. In der Folge Lisas Hochzeit telefonieren Lisa und Marge, nutzen dabei ein Feature, bei dem sich Mutter und Tochter auf dem Display ihres Handys sehen können. Ausgestrahlt wurde die Folge 1995. Genau 15 Jahre später, in 2010, stellt Apple erstmalig die FaceTime-Funktion für sein iPhone vor, die genau das ermöglicht. Halbzeit und die Nummer 4. In einer Folge aus dem Jahr 2008 will Homer Simpson bei der Präsidentschaftswahl für Barack Obama abstimmen. Doch der Wahlautomat wechselt seine Eingabe beharrlich zum Gegenkandidaten. Dieses schauerliche Szenario wird nun 4 Jahre später Realität. Bei der Wahl zu Obamas zweiter Amtszeit entwickelt eine Wahlmaschine in Pennsylvania die gleiche starke Vorliebe für den republikanischen Konkurrenten. Diese wurde aber schleunigst aus dem Wahlvorgang entfernt. Und die Top 3. Die Apple Watch kommt aus Springfield. Die Smartwatch ist heute zwar Apples Steckenpferd, erfunden wurde sie aber von den Simpsons. In der Folge Lisas Hochzeit, in der auch eben mal so gefacetimed wurde, nutzt eine der gelben Figuren ihre Armbanduhr als Telefon. Hatten die Simpsons mit rund 15 Jahren Vorsprung eine Apple Watch am Handgelenk? Das Design hat mit der heutigen Apple Watch oder anderen Modellen glücklicherweise herzlich wenig gemeinsam. Fast am Ende und die Nummer 2. Staffel 23, Folge 22. Lisa wird Gaga. Die Popkünstlerin Lady Gaga baumelt während einer Performance an einem Seil, während sie einen ihrer Songs herausschmettert. Nur wenige Jahre später bewahrheitet sich genau diese Szene während eines Super Bowl-Spiels. Zur Halbzeitpause seilt sich die Sängerin plötzlich von der Decke ab und das sogar in einem ähnlichen Kostüm wie ihr Gegenstück in der Serie. Und zu guter Letzt die Nummer 1. Der tollpatschige Homer sucht sein Glück in der Landwirtschaft. Als seine Gewächse keine Abnehmer finden, setzt er auf ein kleines Genexperiment. Er züchtet die erste Tomaco-Pflanze. Halb Tomate, halb Tabak. Wenige Jahre später beschließt ein Hardcore-Fan der Serie, es seinem Vorbild nachzumachen und erweckt die Tomaco kurzerhand zum Leben. Ja, Leute, da sind wir auch schon wieder am Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es gern mit euren Freunden. Ansonsten war's das für heute. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.